Yeah, Leute, weiter geht's hier wieder mit One Piece. Endlich sind wir, wie ihr sehen könnt, bei der vierten Insel. Ich weiß, die sieht ziemlich eigenartig aus. Ist sie auch, das ist die Höhleninsel. Die ist zwar nicht wirklich riesengroß, aber ziemlich verworrene Gänge und alles. Und da gibt es ziemlich viele urzeitliche Viecher zu fangen, was ich auch schon getan habe. Und als erstes wird Captain Lissop uns erst einmal ein weiteres Mal unsere Riesenfischangel upgraden, weil ich habe dort unten zum Glück noch ein weiteres Mal pures Eisen jetzt gefunden. Also bitte verbessere die Angel. So, es ist aber immer noch nicht das letzte Mal gewesen, sehr schade. Also, damit wir die allerbeste Angel im Spiel überhaupt, dass Lissop dafür die Idee bekommen, damit das geht, muss ich auch hier erstmal das Riesenfischangel-Upgrade so oft machen, bis es nicht mehr geht, bis das fertig ist. So wie hier bei der Angleide und so, das ist auch schon fertig und alles, aber egal. So, dann Chopper kann jetzt endlich Giftkugeln herstellen. Also, wir brauchen da mindestens 10-mal Toxin und 30 handliche Steine. Also dann, bitte einmal herstellen. Fertig, neues Item. Giftkugel. Massive Kugel aus höchst wirksamem Gift. Ermöglicht Vergiftung der Gegner. Ja, in die Itemtasche. Oder doch ins Lager? Nee, Itemtasche. Super. Okay, hier könnte er noch... Naja, Ausdauerkapseln machen lieber nicht. Aber Sanji kann etwas Neues kochen. Wieder mal. Und zwar hier. Er kann sogar zwei Gerichte kochen, wohlgemerkt. Nämlich einmal eine Garnele mit Remoulade. Nichts geht über frische Garnele. Wart's ab, ich mache dir das beste Garnelengericht. Die konnte ich nämlich glücklicherweise auch noch in dem Angelplatz fangen. Also am Angelplatz der vierten Insel ist nämlich tatsächlich einer. Ja, Krallengarnele. Eine Garnelenart mit sehr langen Scheren habe ich dort gefangen. Dann ein Geheimnis, ein zweimal Bittergras ergibt eine Garnele mit Remoulade. Bitte einmal herstellen. Also besser gesagt zubereiten. Fertig, neues Item. Garnele mit Remoulade. Der Geschmack von frischer Garnele und Remoulade passt hervorragend zusammen. Und okay, naja, so viel verbessert das jetzt leider auch wieder nicht. Das bekommt mal... Was soll das bekommen? Zorro. Einfach so. So, und hier unten noch etwas Neues. Suppe nach Uraltrezept. Hab's mal das altes Rezept gelesen, hätte aber nie gedacht, dass ich die Zutaten bekomme. Benötigt einen Lampignon-Trilobit, ein Trilobit mit Füllung wie Papierlaternen und dreimal geheimnisvoller Seetang. Genau diese Sorte wächst seit Urzeit im Meer. Und dann habe ich auch noch, habe ich jetzt zwar offscreen gefangen, aber egal, es ist ein Superstar-Seestern, ein lebhafter, grellfarbener Seestern. Und das alles ergibt die Suppe nach Uraltrezept. Fertig, neues Item. Suppe nach Uraltrezept. Nach einem Rezept aus uralten Zeiten eine Suppe mit einer mysteriösen Aura. Okay, das verbessert schon mehrere Sachen. Ich will nicht immer nur alles Ruffy geben. Ach, das soll mal Zorro, das soll mal Sanji selber essen. So. Wunderbar. Gut. So, hier brauche ich immer noch einen Stein aus hart gewordener Lava und drei Sturmmäuse. Und also den Stein aus hart gewordener Lava finde ich auch irgendwo auf der vierten Insel jetzt. Dann hier seltsame braunfarbene Frucht gibt es in einem bisher noch nicht entdeckten Bereich der zweiten Insel. Da muss ich also eh noch mal später zurück. In schädellebende Kreatur, weiß ich nicht, ob es die nicht sogar auf der vierten Insel gab. Und hier Krebs mit geballten Fäusten muss ich auch mal angeln können. Und hier ein Hai mit Hörnern. Fisch mit Eispanzer, den gibt es auf Insel 3 natürlich. Runder Katzenfisch auf Insel 1. Dann hier Panzer einer Riesenkreatur, wäre ein Seekönig und Muschel mit riesiger Perle, weiß ich gar nicht, wo es das gab. Und Kronenkammer einer Riesenkreatur gehört auch einem Seekönig. Also, das sind aber dann auch die besten Gerichte, weil die so schwer zuzubereiten sind. Aber alles klar soweit. Dann können wir wieder auf die Insel zurückkehren. Höhleninsel, der Unterwasserweg. Wir sind, wie gesagt, unter der Erde. Der einzige Nachteil, hier können wir halt leider keine Kubagatas verwenden, um uns zu Sunny zurückzuschießen, müssen leider immer zu Fuß gehen, aber egal. Wir haben bereits 44% der Karte aufgedeckt. Da unten könnt ihr den Angelplatz sehen, der ist eigentlich gleich in der Nähe des Sunny, aber ich musste erstmal einen ziemlichen Umweg gehen, um dort überhaupt mal hinzukommen. Den ersten Boss habe ich noch gar nicht gefunden, also besser gesagt den ersten Baum mit dem Boss habe ich noch nicht gefunden. Und hier unten sind auch ziemlich eigenartige Gegner, die aussehen wie Roboter. So,
So, ich gehe jetzt erstmal wieder hier lang. Ich hoffe, ich bin hier... Nein, bin ich nicht richtig. Wieso schon wieder nicht? Obwohl, da hinten hin... Ey, ich geh trotzdem mal wieder hier lang. Das da hinten sieht immer wieder so verdächtig aus. Aber hier komme ich nicht wirklich weiter. Dafür aber hier unten. So, hier haben wir wieder so ein Glühbirnenglühwürmchen. Ja, die gibt es nur hier unten. Also die Insel ist schon irgendwie seltsam. Abgehauen, fick dich. Na gut, dann nicht. Leckt mich doch am Popo. Oh, und ihr könnt mich auch mal am Popo. 3000 Welten. So. Habt ihr euch so gedacht, ihr blöde Jane. Warum hängt schon wieder Pandaman an der Decke rum? Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich überhaupt brauche, um zum ersten Boss zu kommen. Also welche Items benötigt werden. Das werden wir ja dann eh sehen. Alter, sind das hier giftige Bomben hier? Giftgasbomben? Bam, so, das ist eine neue Technik, die Zoro zuletzt gelernt hat hier. Die Einschwert-Drachenflamme. So, Schießpulver. Der braucht schon Schießpulver, sehr unnötig. So, wo bin ich? Ich bin... okay, hier können wir noch eine Falle aufstellen. Okay, das ist ja schon klar. Hier ist sonst gar nichts. Nö, hier sind scheinbar nur Bäume. Und Büsche, wo man halt manchmal... wo man halt eine Falle aufstellen kann, beziehungsweise wo man halt solche Glühwürmchen fangen kann. Nö, sonst ist hier nichts. Nö, dann gehe ich wieder nach oben. Gehe ich hier wieder rauf. Hier drüben komme ich ja leider nicht wirklich weiter. Na, dann gehe ich halt wieder den anderen Weg. Und ihr könnt mich mal. Ich habe keine Lust auf euch. Ich will hier vorankommen. Wäre doch nicht schlecht, wenn es schon in dem Part den nächsten Bosskampf gibt. Aber ich bezweifle es mal stark. Und vor allem fühle ich mich noch nicht mal wirklich stark genug dafür. So, hier ist der Angelplatz. So, ey, können diese blöden Agenten mich mal in Ruhe lassen? Das ist ja ätzend. Aua. Zack. Ey, fies. Geht ihr mir mit ihrer scheiß Rasur? Jetzt fick dir mal. So. Oh, Schiffszwiebelgration erhalten. Das kann man den manchmal klauen. So. Hier. Giftkugel. Ne? Massive Kugel aus höchst wirksamem Gift. Die mögliche Vergiftung der Gegner. Aber dabei nicht so wirklich notwendig. Und zwei Maulwürfe habe ich hier unten auch schon fangen können. Ein Lebewesen, das es liebt, Tunnel zu graben. Und zwei schwarze Kugeln habe ich auch schon gefunden. Aber wir können dabei noch gar keine schwarzen Gabelpunkte nutzen. Das geht erst, glaube ich, nach dem ersten Boss in dieser Insel hier, also auf dieser Insel. Ich weiß nicht, soll ich nochmal was angeln? Ich weiß ja nicht, was ich genau benötige. Vielleicht sogar eins von diesen Viechern. So, ich kann noch ganz kurz auswerfen. Das sollte auch reichen, um so einen Seestern nochmal zu kriegen. Lalalalala. Oh, nee, das ist wieder eine Krallengarnele. Hey, neuer Rekord, die ist etwas größer. So, das war eine Krallengarnele, die kann man hier auch fangen. So, ein bisschen weiter auswerfen. Und seht mal, da hinten, da blubbert was. Da hinten, seht ihr? Diese kleinen Wasserkreise, ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Wenn man dorthin die Angel auswirft, ist meistens was sehr Seltenes, aber das kann auch irre schnell entkommen. Habe ich nämlich einmal beim zweiten Angelplatz auf der ersten Insel gehabt. Entschuldigung. Da habe ich das auch dorthin ausgeworfen. So, warte mal. So. Achtung. Na los, beiß an. Wieso? Ich habe die Wiimote doch nach oben bewegt, du Volltrottel. Dummes Spiel. Versteh das nicht. Irgendwie... Nee, ich will das genau hier haben. So, warten. Los, beiß an. Ach komm, nö. Keine Lust mehr. Sorry, nein. Macht keinen Spaß. So, von diesen Pflanzen bekomme ich den Seetang. Aber die greifen mir ja selber an. Voll fies eigentlich. Und die halten noch ein bisschen was aus. Zack. So, komm Zoro, mach's kaputt. Ich sagte, mach's kaputt. So, hier, geheimnisvoller Seetang. Bekommt man von diesen komischen
Pflanzen hier. Aua. Was soll denn das? Leben. So. Wieder geheimnisvoller Sichtung. Seht mal, da hinten ist eine Schatztruhe. Da will ich hin. Aber ist die Frage, ob ich da überhaupt hinkomme. So, ab hier habe ich dann im letzten Part Schluss gemacht. Weiter bin ich nicht gegangen. Dieser blöde Ding. Ach, egal. Ich habe jetzt keine Lust zu angeln. Das mache ich irgendwann ein anderes Mal. Und oh mein Gott, was passiert denn jetzt schon wieder? Wow. So, und was nun? Ja, das freue ich mich auch gerade. Es sind hier überall Roboter. 3000 Welten. Ah, handliche Steine halten? Kann mir nicht irgendeiner von euch, wenn ich Glück habe, ein Schatzkartenfragment geben? Das wäre geil. So, ein Schwertdrachenfall ist schon Level 2. Oh, Bomben erhalten. Ja, manchmal droppen die Typen Bomben. Oder Eisenschrott. So, ein Schwertdrachenflamme. Alter, wie viele sind denn das? Nochmal, 3000 Welten. Schlitz! Und es ist auf Level 4. Super. Oh, na bitte. Karte 9, Fragment 1. Gerade bekommen. Vorhin eben noch davon gesprochen. Schon habe ich es. Das heißt, ich könnte den betreffenden Schatz eigentlich schon suchen gehen. Aber... So, komm, machen wir das nochmal. Das ist geil. Schlitz! Die Attacke ist so scheiße stark. Richtig geil. Und Schlitz. So, Eisenschrott. Mann, ich bräuchte pures Eisenerz. Das wäre viel wichtiger für mich. Ah, da ist ja noch einer. So. Ab, da kommen noch welche. Doch nur nicht der letzte gewesen. Dann kannst du jetzt mal sterben gehen. Wow, er hat sich geportet. Hm, dieser Ort. Jetzt fängt er damit wieder an. Ich glaube, ich war schon mal hier. Ich auch, jetzt wo du es so sagst. Das ist unheimlich, sag doch nicht sowas. Wie können die nur mal hier gewesen sein? Das geht eigentlich gar nicht, weil die Insel gibt's doch im Anime gar nicht. Gibt's doch nur im Spiel. So, da... Können wir da runter? Ne, da sind wir doch tot, oder? Warte mal. Ego-Sicht? Nö, da unten ist überhaupt nicht. Da ist gar nichts. Ist hier sonst überhaupt nichts? Ach so, nee, jetzt... Ah, jetzt bin ich bei der Truhe. Was haben wir denn hier drin? Ein Heiltrank. Toll, ein Heiltrank. Ich hätte mir jetzt irgendwas anderes super seltenes, einzigartiges erwartet, aber einen guten Heiltrank. Meinetwegen, ist hier sonst nichts mehr? Nö. Okay, hier ist gar nichts mehr. Na gut, dann können wir wieder gehen. Es war jetzt einfach nur ein Kampf um einen Heiltrank, ey. Da kommt man sich ein bisschen verarscht vor. Ich möchte aber eigentlich noch gerne gucken, ob ich nicht doch noch hier die Angel so auswerfen kann, dass ich da hinkomme. Zu diesen... Ihr wisst schon, zu der einen Stelle da, so komm. Nein, das ist nicht weit genug, komm schon. Hey! Ja, das sieht gut aus, so warten, warten und... Achtung! So, wenn das jetzt das ist, was es... Obwohl, ja, das sieht aber dann auch aus. Weil die Kringel sind jetzt weg. Die Kringel sind weg. So, was habe ich jetzt hier? An der Angel? Wow, was ist das? Yes. Mehl erhalten. Ist ja geil, ich habe ein Fass mit Mehl aus dem Wasser geholt. Ist ja geil. Oh, nicht schlecht. Na gut, Mehl kann man immer brauchen zum Kochen. So, mal 40 Meter ausgeworfen. Was passt jetzt an? Passt überhaupt was an? Ja. So. Deswegen ist auch die Ausdauer nicht runtergegangen, weil Mehl kann sich gar nicht wehren. Das wäre es überhaupt gewesen. Das Fass hätte sich jetzt gewehrt, eingeholt zu werden. Nee, nee, nee. Sicher nicht. So, komm schon. Vielleicht nochmal ein Seestern oder noch eine Krallengarnele oder was ganz anderes. Ja, hol es ein, Zorro, schnell. Boah, das war knapp. Es ist wieder eine Krallengarnele. Wie der immer grinst. So, Krallengarnele. So, nee, komm, ich habe genug geangelt. Ich will wissen, wo es zum Boss geht. Kann ja nicht sein. So, hier zwei Krallengarnele. Ich habe noch Platz für drei weitere Sachen. Mal gut, handliche Stein wegwerfen. Jetzt habe ich wieder mehr Platz. Drei Bomben kann auch nochmal wegwerfen. So, noch mehr Platz. Ich brauche immer Platz im Inventar. Das ist wichtig. Alter, voll zerballert. Und jetzt Achtung, Sprint! Hey, die brennen ja. Ha! Ja, wegen der... voll am Feuer gestorben.
Ach so, also die Einschwert Drachenflamme kann Gegner verbrennen. Geil. Alter, hörst du mal auf mit dem Scheiß? Das kann ich doch auch nicht. So, wo muss ich jetzt eigentlich wirklich hin? Ich war mal da hinten noch gar nicht. Noch nicht so wirklich. Ah, hier ist wieder so ein Glühwürmchen und... Okay, hier sind lauter Felsen. Bestimmt brauche ich vielleicht eins dieser Glühwürmchen und... Oh nein, jetzt gerade... Ja, ihr Scheißer, ihr Blöden! Ah, ihr habt das Glühwürmchen verscheucht, fickt euch! Oh. Frechheit! Ich wollte gerade das Glühwürmchen fangen, tauchen diese Wichser auf. Warum? Die kommen immer im falschen Augenblick, ich hasse das. Ah, du Arsch! Die sehen eh voll bescheuert aus. Trottel, echt mal. Ah, nö, da werde ich einfach sauer. Ich will ein Glühwürmchen fangen. Dann müssen diese Wichser auftauchen. So, verrecke an den Flammen. Genau, oh, ist das heiß. Ja, Pech gehabt. Wer mein Glühwürmchen verscheucht, der lebt nicht lang. Und Asche? Was soll ich mit Asche? Jetzt ist er immer noch nicht tot. So, aber jetzt. Mano, ich wollte doch nur ein Glühwürmchen fangen. Aber nicht mal das darf ich. Nicht mal das ist mir vergönnt. So, ich will jetzt hier mal durch. Alter, sind das viele Felsen. So, kriegen wir richtig viele handliche Steine. Ich will hier einfach nur durch. Wo geht's hier lang? So. Was wollt ihr denn hier? Ah, nicht so, Zorro. Eigentlich ja unlogisch. Der Skype hier kann Eisen schneiden, aber Steine nicht, oder was soll das? Nee, dafür, das Spiel ist natürlich gedacht, die Spitzhacke zu verwenden. So, Alter, bin ich jetzt mal da? So, ja, ich sehe schon was. Ich kann schon was sehen und... Aha, ein See. So, tot. Puh, endlich durch und... Ah, endlich mal wieder ein Monument. Also eins, wo eine Inschrift drinsteht. Super. Ey, Nico Robin, lies uns das mal vor, okay? Einer der Fortgegangenen forschte auf einer anderen Insel weiter und wählte einen anderen Weg. Dennoch könnte es sein, dass sich die Zivilisation auf einer anderen Insel ausgebreitet hat. Ob es wohl auf einer der Inseln war, die wir bisher auf unseren Abenteuern gesehen haben? Vielleicht. Okay, mehr war hier nicht. Gut, das ist einfach nur die andere Seite des Sees, weil die Truhe da oben, das ist ja schon offen, die da drüben. Gut, zwar nur wegen einer Inschrift. Aber ich habe bisher so wenige gefunden. Ich glaube gerade mal drei. Eins habe ich nämlich mal offscreen auf der ersten Insel entdeckt, aber die anderen, wo sollen die überhaupt sein? Auf der zweiten Insel habe ich noch gar keins gefunden, auf der dritten auch nicht. Die müssen irgendwie saumäßig gut versteckt sein. Leben! Hm. Alter, wie stabil ist denn diese Pflanze? Ich will doch nur den Seetang haben! Genau, wir haben jetzt voll das Seetang und hier komme ich nicht weiter. Doch, wartet mal, doch, sicher komme ich hier weiter. Brooke, du kannst doch übers Wasser laufen, richtig? Ja, und... ja, aber nur, wenn du nicht gegen eine Wand läufst, du Idiot. Danke. Na, also geht doch, ich komme hier rüber, wusste ich's doch. Was ist jetzt hier? Sackgasse, toll. Hier ist nichts? Gar nichts? Hier ist nichts, einfach nur eine Sackgasse. Wieso ist das hier? Können wir keine Leiter bauen, oder? Nö. Äußerst merkwürdig, warum sollten... Oder könnte hier hinten teilweise manchmal ein Tier sein? Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Oder warte mal, oder kann ich hier runterspringen? Ah, ich habe gerade Tunnel entdeckt. Ah, ein Maulwurf. Ich brauche noch viel mehr Maulwürfe. Da vorne ist noch einer. Die leben ja hier unten. Komm, bitte droppt einmal pures Eisenerz. Die verlieren das manchmal, aber irgendwie so weh ist so selten. Komm schon. Oh, na klar, noch so Steindinger. Ey, halt still. Irgendwie sind die so komisch zu fangen. Ha, jetzt habe ich dich. So. Johohoho. So, komm, bitte drop das Eisenerz. Pures Eisenerz. Nein, schon wieder nicht. Warum nicht? Warum nicht? Sag schon, warum nicht? Ich will doch pures Eisenerz. Hier ist noch so ein Monument. Vielleicht das zweite gefunden. So, noch ein Maulwurf. Ja, ja, der Brook, der freut sich immer. Warum verlieren die kein pures Eisen hier? Das ist doch voll kacke. Ich brauch das. Aber ein handlicher Stein. Ja, den brauche ich natürlich. Na, super. Was soll ich mit dem Quatsch?
Nee, die Asche, die tue ich jetzt weg, weil die ist unnötig. So, hier mal wieder dreimal geheimnisvollen Seetang. So, was könnte hier wohl stehen? Lesen! Oh, hier ist noch ein Steinmonument. Viele waren an der Schaffung des Baums beteiligt, aber sie gingen fort. Nur einer blieb zurück. Einer nach dem anderen ging und am Ende vollendete einer ganz allein diesen großen Baum? Ich weiß, wie es mir ging. Manchmal muss man eben was zu Ende bringen, komme was wolle. Frank ist so voll die Heulsuse. Er meint vielleicht eben die Thousand Sunny, weil er wollte ja dieses Schiff unbedingt bauen. Das war ja einer seiner Lebensträume. Und zwar, oh mein Gott, wo kommt denn hier auf einmal her? So. Jawohl, Treffer aus Pfeil, Schlitzer, gleich Level 2 gemacht. Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. So, hau ab. Und, Karte 8, Fragment 3. Hey, geil, die 8. Karte ist schon fertig. Jetzt können wir endlich mal erkennen, wo das sein soll. Nicht schlecht. So, hier brauche ich wieder meinen Power-Staubsauger. Der normale Staubsauger reichte hier ja auch noch aus. Waren wir hier nicht eh schon mal? Jetzt kommt es mir wieder bekannt vor. Ja, hier waren wir schon mal. Hier muss ich eh lang. Eigentlich muss ich hier lang. Dann werde ich das auch mal tun. Ich will endlich wissen, wo es zum ersten Boss geht. Wo war der nochmal? Weiß ich nämlich leider nicht mehr. Ist schon zu lange her, seit ich das letzte Mal gezockt habe. Ich gehe einfach mal hier rauf. Seid ihr wieder hier? Hm. So, ja, das wäre wieder extra nervig hier, ihr Lehmpuppentrottel. Ich gehe jetzt hier einfach mal so durch, weil die können mich mal. So, das sieht schon interessant aus. Und was macht ihr denn hier? Ich will jetzt mal wieder andere sein. Ich will wieder Sanji sein. Der kann auch ganz schön reinhauen. Mit seinen Füßen. So, gibt's Genickbruch hier. Tritt in die Weichteile. So, und Achtung. Karte 3, Fragment 3. Super. Gut, das sah sehr nach der dritten Insel aus. Ah, sie auch. Jetzt geht doch mal sterben. Ja, zu viele Items. 9. Warum? Ich hasse das. Handlicher Stein, das hasse ich auch. So. Machen wir jetzt mal die Wand kaputt, dass wir hier durch können. Jawohl. So, gleich mal Weg freigemacht. Aha, okay. Ach, jetzt sind wir hier hinten. Okay, okay. Das kann ich irgendwie nicht kaputt machen. Also nicht mit der Spitzhacke, das geht nicht. Agenten, ihr werdet keine Gewalt mehr über mich bekommen. Ganz genau. Das könnt ihr mal voll vergessen. So, ein Tritt, zwei Tritte. Und... So, und take this. Sind die mal wieder super lästig, hä? Eh klar. Ja, ein bisschen kämpfen muss halt sein. Alter, Sanji kann so abgehen mit seinen Tritten, das ist so mega. Aber er kann immer noch nicht die Attacke A und springen. Also springen und A meine ich jetzt. Das kann er immer noch nicht. Also müsste er nämlich die Sprint-A-Technik noch auf Level 5, glaube ich, bringen. Das ist leider immer noch nicht so weit. So, jetzt verpisst euch doch mal. Schiffsvibration erhalten, schon wieder. So, jetzt ist bald wieder Zeit, den Part zu wenden. Aber ich will immer noch den Boss mal finden, den Baum halt. Den will ich finden. Mann, jetzt geht doch mal alle sterben hier. So, schon wieder zu viele Items. Okay, das ist der letzte. Ah, ne, doch nicht. Da hinten ist ja noch einer. Wo kommst du auf einmal her?
Hörst du auf, hier so rumzujumpen? Aua, boah, das war die Fingerpistole. Geht's noch mit dir? Bist du völlig bescheuert? Das tut weh. Noch einer. So. Na endlich, das war's. Ha, wie gefällig das? Nun tut es euch bestimmt leid, dass ihr aufgetaucht seid. Ja, das glaube ich auch. Hoffentlich. Karte? Hey, schon zu 61% aufgedeckt. Cool. So, jetzt ist nur die Frage, muss ich da hinten hin oder muss ich da so hin? Ich gehe jetzt erstmal hier so lang. Ich will wissen, wo dieser olle Baum ist. Der muss doch irgendwo hier hinten sein. Oder nicht. Muss auch nicht sein. Weil hier hinten ist so ein Tunnel. Ich renne jetzt einfach mal hier so durch. Ah, au! Oh, schon wieder was. Ah, wie sollen wir hier kämpfen? Hier ist ja kein Platz. Einfach so. Alles kein Problem. Solange die sich nicht wirklich verwandeln, ist es nicht so schlimm. Aber die meisten haben das leider getan. So, das habt ihr davon. Mann, ich will den Part nicht überziehen, aber die lassen mich ja nicht in Ruhe. Ja, oder wie viele wollen hier noch spawnen? Hallo? Jetzt reicht's mal. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Es kommen immer noch mehr. Immer noch. Jetzt ist aber mal echt Schluss hier. Reicht. Genug. Ich will auch nur wissen, was hier im Boden drin ist. Pures Eisenerz wäre geil. Wenn es so eng ist, wird mein Gehirn ganz wuschig. Nicht, dass ich wirklich eins hätte. Ja, ist klar. So, jetzt stand aber schon wieder zu viele Items. Okay, warte, was werfe ich weg? Das Toxin natürlich. Und die das Bittergras. Die Heilkräuter meinetwegen auch. Da habe ich eh schon so viel von dem anderen Zeug. So, jetzt haben wir wieder Platz. So, das alles wegen was? Einer schwarzen Kugel. Okay, gut, das ist wichtig für schwarze Punkte später. Und den Maulwurf will ich aber noch haben. Und den habe ich. Yes! Ja, wie der immer guckt. Die können eigentlich fast nicht sehen, die sind ja so gut wie blind. Oder sogar richtig blind, ja. Die können ja richtig leid tun, aber dafür können sie gut riechen. Haben guten Geruchssinn und ein Gehör sind so. Hier hinten muss ich wohl hin. Ich will immer noch den Baum finden, das gibt's doch nicht. Wo war denn der nochmal? Wo war dieser blöde Baum? Jetzt ist hier auch schon wieder alles zu natürlich. Ja, da kann man richtig schön viele handliche Steine farmen. So. Aha, okay, hier ist wieder alles voller urzeitlichem Seetang, aber vom Baum ist weit und breit immer noch keine Spur. Da ist der jetzt da ganz hinten. Es kann sein, dass der da ganz hinten war. Da ist schon wieder ein Lampin und Trilobit, den hätte ich gerne, wenn man mich lassen würde, aber die lassen mich ja nicht, weil sie alle scheiße sind. So, geheimnisvoller Seetang. Legt euch nicht mit mir an, Leute. Legt euch nicht mit mir an. Alter, wie soll jetzt hier von diesen blöden Dingern rumgebasht wird? Aua! Ha, Fetzen des Unangs. So, Doppelwirkungstrank. Nicht mit mir. Es reicht! So, wieder Fetzen des Unangs bekommen. Kannst du jetzt auch mal sterben gehen? Ich sag, der stirb. Danke. So, ich will den Lampen und Trilobit haben. Vielleicht sogar noch das Glühbirnchen da drüben. Na, ich hau... Hallo, ich schlag auf das Vieh ein und es tut sich nichts. Das stimmt doch irgendwas nicht. Bug im Spiel. Es lässt sich nicht fangen. Doch jetzt. Sehr eigenartig. Manchmal stehe ich direkt dahinter und dann... Ah, neuer Rekord. 230 cm? Das ist aber ein großes Vieh. So groß sieht das gar nicht aus. Habe ich jetzt noch Platz? Nein, natürlich schon wieder nicht. Handliche Steine wegwerfen. Ja, das explosive Steinpacken brauche ich auch nicht so. Weg damit. Das eine Glühbirnchen hätte ich jetzt aber noch gerne. Wenn es nicht wieder abhaut. Fick dich! Ins Knie, falls du überhaupt eins hast. Nö. Leute, ich weiß nicht, wo der Baum ist. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden.
Das gibt's doch einfach nicht. Wo ist denn der Scheißbaum jetzt? Der muss hier irgendwo sein. Warte mal, hier, das sieht... Oh, hier komme ich in ein Lavagebiet rein. Das in der Wand sieht komisch aus. Kann ich das kriegen? Nee, das ist nur Deko scheinbar. Okay. Ich glaube, der Baum war sogar hier im Lavagebiet. Genau, natürlich, weil der erste Boss hier ist ja... Oh mein Gott, ja. Ha. Oh, eine Idee. Steingebackener Eintopf. Daraus mache ich einen besonderen Eintopf. Langsam mit erhitzend Steinen gekocht. Warzen, aber ach, vulkanisches Gestein und drei Sturmmäuse. Endlich habe ich mal vulkanisches Gestein gefunden. Und ich glaube, hier unten ist irgendwo dann der Baum. Voll die Lavahöhle. Wo sind wir hier? Ich glaube, der Baum war irgendwo hier. Oh nee! Sag mal, wollt ihr mich jetzt verarschen? Denn dieser Bruthitze machen wir sich nicht fertig. Ist klar. Puh, ein Glück, es ist vorbei. Es ist so heiß, am liebsten würde ich mich ausziehen. Ich helfe dir dabei. Idiot. Boah, Leute, es tut mir jetzt leid und... Ah, hier geht es also zum ersten Boss endlich gefunden. Der Baum ist nur nicht in Sicht. So, ich brauche... Ja, natürlich. Ein Feuerkäfer aus der Lava-Region, ne? Natürlich. Der ist aber gerade abgehauen wegen diesen Wichsern. Oder ist hier hinten noch einer? Warte mal, da vorne. Sieht das aus wie einer? Ist das einer? Oh mein Gott, das ist einer. Leute, wartet. Ich beende den Part gleich. So, hier. Vulkanisches Gestein. Ein Stein aus erkalteter und hart gewordener Lava geformt. Oh, was gebe ich dafür weg? Was tue ich weg? Irgendwas muss ich jetzt wegtun, weil sonst habe ich keinen Platz. Ich kann aber nichts wegtun. Oder doch? Doch, ich warte mal. Ich nehme den einen Trank jetzt ein, es ist mir wurscht. So, jetzt ist wenigstens Platz. So, und dann tue ich mir dafür hier die Heilkapseln drauf. So. Und, ja gut, das Holz brauche ich, aber dann später will ich meinen eh noch für was anderes. Ja, okay, so. Leute, ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich den Käfer gleich fangen kann, weil der ist auch ein bisschen assi. Der ist in etwa so schwer zu fangen wie ein Eiskäfer, wenn nicht sogar noch schwieriger. Ich probiere es jetzt wirklich mal seitlich zu schlagen, weil er so niedrig sitzt. Bitte, bitte lass dich fangen. Ich flehe dich inbrünstig an. Bitte lass dich fangen. Bitte hau nicht ab. Jawohl! Feuer, Herkules! Eine Idee. Flammenpulver. Jetzt mache ich eine brennbare Chemikalie. Mit meinem Wissen kann ich es schaffen. Hahaha. Ja, Feuer, Herkules, ein vulkanisches Gestein, aber wichtiger... So, der droppt natürlich Flammenpulver, was ich jetzt leider nicht mehr tragen kann. Aber Leute, ich weiß, der Part ist jetzt irre lang. Ich werde den vielleicht ein bisschen zusammenschneiden und kommt es euch vielleicht nicht mehr so lang vor. Mal sehen. Aber hier, wie gesagt, geht's dann zum ersten Boss der vierten Insel. Und bei diesem ganzen, naja, Lava und dem Feuer und allem kann man sich eventuell denken, wer hier der Boss sein könnte. Aber ich verrate es natürlich nicht. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist endlich mal Schluss hier. Tschüss.